Hallo Leute, herzlich willkommen auf den Kanal Dano Gaming und heute spielen wir mal wieder, wie ihr sehen könnt, eine Runde FIFA 23. Heute in der Red Bull Arena in Leipzig, denn wir spielen heute nämlich auch gegen RB Leipzig. So, wir gucken erstmal, ob wir hier irgendwas mit dem Training haben. Nö, haben wir nicht. Okay. Ich habe, by the way, Offscreen ein bisschen weiter gespielt, dass wir jetzt hier nicht 100 Jahre brauchen, um auf die Stadt 11 zu kommen. Jetzt sind wir nämlich auf der Stadt 11, das heißt, wir starten von ganz am Anfang. Das ist keine ganz gewöhnliche Partie und das merkt man auch an der Stimmung. Das merkt man daran, wie angespannt alle sind. Bleiben Sie dran, wir zeigen Ihnen diese Partie. Ja. Gegen Bayern München. Also ich hoffe mal, Leute, es könnte sein, dass es heute ein bisschen mehr ruckelt. Wir begrüßen Sie ganz herzlich zu diesem heutigen Spiel, liebe Fußballfans. Wolf Fuß und Frank Buschmann begrüßen Sie ganz herzlich an den Mikrofonen. Und wir übertragen Ihnen heute ein Spiel vom Spieltag der Bundesliga. RB Leipzig gegen Bayern München. Ja, da war mal direkt ein Foul, ne? Gerade haben Sie ja den Titel geholt, aber damit sind Sie natürlich noch lange nicht zufrieden. Sagen ganz klar, der nächste Titel soll her. Das ist eine sehr ambitionierte Mannschaft. Und ich muss schon sagen, das kann klappen, wenn ich mir den Kader anschaue. Jetzt können Sie den Angriff starten. Guck mal, das könnte die Gelegenheit geben. Ja, Tor. Sie machen das Tor schon in dieser Anfangsphase. Eigentlich wollte ich das erste Tor schießen, aber Müller macht. Hätten Sie kaum wünschen können. Klasse, wie Sie da Ihr Spiel aufziehen. Dem Gegner Ihr Spiel aufzwingen. Das ist Ballbesitzfußball. Und da fällt das Tor. Thomas Müller. Nein, keine Ey. Befreiung hier. Ja, Junge, was soll man denn da machen? Aufatmen aus dieser Szene wird erstmal nichts. Es tut sich was im Borussia Park, nämlich ein Tor. Wir geben kurz ab ins Studio. Ja, wir haben hier das erste Tor für Augsburg. Neuer Spielstand damit 1:0. Gespielt sind hier 10 Minuten. Junge, was macht der? Diese Infos. Wohin schießt der Junge? Das macht er sehr gut. Nur Müller. Die Mitspieler kommen ihm zu Hilfe. Ja, Junge, ich wollte mal alleine spielen, Junge. Damit also beendet. Für Gesprächsstoff sorgt aktuell Joshua Kimmich, denn der spielt heute gegen seinen ehemaligen Verein. Das sind besondere Spiele, Bushido. Absolut, Wolf. Da sind dann auch Nerven gefragt. Du kennst das Umfeld. Junge, wie kann man denn nur so behindert sein? Hast hier viel erlebt. Nein! Oh! Das ist keine leichte Aufgabe, aber eben eine. Ja, hör auf zu labern. Das ist der Club, für den du gerade spielst, wo du unter Vertrag stehst. Richtig gutes Passspiel da von Bayern München. Er versucht's. Ja, Junge, soll ich von da hinten schießen oder was macht der Typ? Der ist ja noch weniger. Das findet der Trainer überhaupt nicht witzig. Da müssen sie mehr rausmachen. Naja, hör auf rumzuholen. Anstatt er den Ball hinterherläuft, nö. Und so haben sie jetzt Ballbesitz. Schieß doch hier hin. Jetzt müssen sie aufpassen. Nein. Diesmal nicht. Die Gelegenheit. Super Aktion von Gulaschi. Oder manchmal hängt, ruckelt das. So wie jetzt, das ist nervig. Henke kommt in die Mitte. Gut geklärt. Mann, will doch nur ein Kacktor schießen. Jetzt aber. Komm her. Ja. Nimm ihn. Danke. Mit vollem Einsatz zum Ball. Hä? Warum schießt? Die Bayern haben aktuell mehr vom Spiel. Wir sehen das momentan auch an der überlegenen Ballbesitzquote. Und ich glaube, wenn sie diese Dominanz, diese guten Chancen auch endlich mal nutzen, dann haben sie das Ganze doch mehr oder weniger in Griff. Oh, warte, was für eine Chance! Oder? Tolle Aktion, was für ein Wahnsinnsreflex! Und er geht am Gegenspieler vorbei!
da hat er nur noch den Torhüter vor. Bam, Junge! Tor für Bayern München und die Bayern liegen also mit zwei Treffern in Führung. Meine Fresse, also das war jetzt gerade wirklich nochmal dieses Tor. Ein schwerer die Gegner Dings. Reihenweise stehen lässt und dann dieses Tor den Ball rein da, Junge. Und da gibt es nichts mehr zu haben. Mann, warum hängt das denn immer so? Oder? Es ist für niemand im Internet bei mir. Welch Verlust. Aber gute Aktion. Jetzt der Schuss. Ah. Was war das denn? Schwache Szene, da müssen sie mehr rausmachen. Ja, du bist auch gleich schwach, Junge, wenn ich den Dingsbums hau. Leute, war doch nur ein Spaß. Xaverschlager. Holt doch den Ball und rennt nicht vor dem Ball weg. Ey, was sind das denn für Spieler, Junge? Was macht er drauf? Na, Junge. Da will mich hinten grätschen, Junge. Das wäre ein weiterer Treffer gewesen. Ecke kommt von Kimmich. Ja, Junge. Da steht auch niemand tatsächlich. Wir geben ab ins Studio, es gibt ein Tor im Spiel des VfB Stuttgart. Ja, wir haben hier das erste Tor für Stuttgart. Ja, dann blocken die mich, ne? Natürlich. Konnte den Ball über die Linie drücken. Neuer Spielstand damit 1:0. Gespielt sind 42 Minuten. Danke vielmals für dieses interessante Update. 45 Minuten. Ja, ja. Tschüss. Ey, das hängt die ganze Zeit. Das ist ein bisschen nervig tatsächlich. Leipzig noch steigern. Das fragen sich hier alle zu Beginn der zweiten Hälfte. Rückstand ist deutlich. Wir sind gespannt, ob sie nach der Pause aufdrehen können. Mitspieler frei. Jetzt kann der Pass kommen. Aber Junge, anstatt das schießt, nö. Will er da durch? Xaver Schlager. Boah. Andres Silva. Er passt gut auf und hat den Ball. Es gibt Transferneuigkeiten bei Chelsea. Es hat geklappt. Man konnte sich endlich die Unterschrift eines echten Wunschspielers sichern. Ein toller. Oh, das wird gefährlich. Erstmal gehalten. Bekommen Sie noch eine Chance. Damit sind Sie also nicht durch. Junge, er läuft immer vor dem Ball weg. Da sind hier alle begeistert. Was für eine Parade. Super, wie er den rausfischt. Oh, da ist er durch. Der muss doch drin sein. Er kann abwehren, aber der Ball weiter im Spiel. Ja, natürlich kriegt der Torwart dann den Ball, ne? Ich bin doch schon längst da, Alter. Schon gerne noch mal ansehen. Die war nämlich sensationell. Der Ball war doch eigentlich schon drin. Schieß doch, danke. Das macht er gut. Ja, Junge, natürlich. Super dazwischengegangen. Ach, der auf dem Timing. Ist ja so schlimm, wenn ich nicht das hinkriege. Wie sie aus dieser Überlegenheit immer wieder zu guten Chancen kommen. Man führt, man ist auf dem besten Weg, den Sieg einzufahren. Ja, das ist natürlich wieder ein Foul. Also, Junge, der pfeift nur bei mir. RB Leipzig mit dem Wechsel. Es tut sich was im Borussia Park. Es ist ein Tor gefallen. Ich gehe rüber ins Studio. Wir haben hier das erste Tor für Mönchengladbach. Schütze des Tors ist Mohamed Kudus. Vom Alu geht der Ball ins Tor. Boah, der ist so big. Schon zu Krise, aber drin ist der Ball. Könnte ausrasten wegen dem Spieler, Junge. 1:1. 62 Minuten sind hier gespielt. Ja, ich schieße in ihm rein wieder. Er hat den Ball. Das könnte jetzt eine Chance geben. Ganz stark. Jetzt kann das Tor fallen. Meine Güte. Und damit steht heute für ihn ein Doppelpack zu Buche. Ja, schön. Da kommt die Wiederholung noch. Was hart erarbeitet ist. Das ist eine Unaufmerksamkeit. Der Ball ist weg. Die Gefahr ist da.
das Tor ist da. Sich selbst zuzuschreiben. Ja, komm her, schieß. Geht einfach vorbei. Klasse Chance jetzt. Ja, gut. Ja, aber er rollt doch noch bis zum Tor rein, blöder Spieler. Und jetzt sind hier noch 20 Minuten zu spielen. Was soll ich denn da machen, wenn da drei auf mich kommen, Junge? Und wenn ich keine Ausdauer mehr hab, Junge. Christopher Nkunku. Kann ja gar nicht mehr hinterher rennen. Oder diese Qualität, die geht mir auf den Sack. Guter Einsatz, er hat den Ball. Hieß doch. Ballverlust bei den Bayern. Oder er rennt noch weiter, wo ich gar nicht mehr renne. Andres Silva. Ey Leute, meine Laune ist gerade echt nicht mehr so geil tatsächlich. Komm an. Und jetzt bekommen sie die Chance. Gut, wie er den Was macht der Typ? Ey, also jetzt mal ehrlich, ne? Die FIFA 23 ist das größte Rotz. Nämlich ein Tor. Wir geben kurz ab ins Studio. Wir haben hier den zweiten Treffer für Augsburg. Der neue Spielstand lautet damit also 2:1. Gespielt sind 80 Minuten. Danke, Junge, jetzt nimm doch mal den kabinierten Ball weg und lauf den nicht hinterher. 8 Minuten jetzt noch. Ah, das war zu lässig. Junge, ich hab doch schon geschossen. Thomas Müller jetzt. Er bekommt Hilfe. Und er geht am Gegenspieler. Ja, und dann kommt da einer von oben, ne? Natürlich. Am Junge. Es wird immer deutlicher. Vorsprung ist klar. 4 Tore, die lassen hier nichts mehr anbrennen. Und diese ganze Qualität geht auf den Sack. Eine Minute nach. Warum hakt es denn die ganze Zeit so? Ah, danke. Also Leute, es tut mir wirklich leid, dass es die ganze Zeit hakt. Ich weiß aber auch absolut keine Ahnung warum. Anstoß durch die Bayern, die Partie. Ja, Anstoß dafür, bla bla. So, weiter. Nimm mal Baum. Schauen wir uns mal die News kurz an. Stando erzielt Doppelpack beim FC Bayern Sieg gegen RB Leipzig. Stando trifft beim 4:0 Sieg von FC Bayern München gegen RB Leipzig. Aha. Siegreich gegen Rivalen. FC Bayern München schaffte einen denkwürdigen 4:0 Sieg gegen den... Was? Er war eine erstklassige Partie. Es war eine erstklassige... Aha. Okay. Gehen wir mal eben kurz weiter zum nächsten Spiel. Ja, warum habe ich eigentlich ein Leihangebot? Ich bleib bei euch, Junge. Gerüchte aus der Kabine, ja. Bam. Derby-Sieg. Konzentriere dich auf deine Leistung, lob deinen Mitspieler, bleib gelassen. Ja, natürlich bleib ich gelassen, Junge. So. So, nicht anders. Zack, ich habe einen Erfolg freigeschaltet. Training. Rein da. Nein, ich will nicht spielen. Oh. Also, wisst ihr, warum ich nicht spielen will? Weil das passiert. Ich kann in diesem Training nicht laufen. Naja, egal. So. Okay, Leute. Wenn euch dieses Video gefallen hat, lasst gerne mal ein Like, Abo und Kommentar da. Schaut außerdem auf meinen Discord-Server vorbei. Der ist unten in der Videobeschreibung verlinkt. Aktiviert die Glocke, damit ihr kein Video mehr verpasst habt. Einen traumhaften Tag. Haut rein, euer Sander. Ciao.
feeling the show.